Moinsen und willkommen zurück bei einer neuen Runde Geule sucht nach Malfoy. Nein, wir spielen natürlich Harry Potter, aber wir sind ein wenig anders als sonst, denn wir haben eine etwas seltsame Stimme heute, haben wahrscheinlich schon einen Frosch im Hals. Ja, da klingen unsere Zaubersprüche ein bisschen anders heute. Aber kann ja mal passieren. Gut. Wir müssen irgendwie darüber, aber erstmal will ich hier rein. Denn hier gibt es ein Versteck. Und Schleim und... Ah, hier kann man Vorsprünge aus der Wand schieben, über die wir zu der Kiste können. Oh, hier ist noch eine. Flipendo. Flipendo. Cool. Aber erstmal... Alohomora. Da gibt es ein paar Böhnchen. Gut, wieder raus hier. Und wir schauen mal, dass wir da rüber kommen, ohne zu sterben. Was gibt es denn hier? Eine silberne Bildkarte. Wir schauen gleich mal nach. Elfrieda Kleck, 1612 bis 1687. Ältestes Mitglied des Zaubererrates. Aha. Gut. Dann machen wir mal so weiter. Hops, hops. Und wir müssen darüber. Auf die fliegenden Plattformen. Ist ja fast wie im ersten Teil bei der Wingardium Leviosa-Aufgabe. Da gab es auch solche Plattformen. Aber den Zauber gibt's ja nicht mehr. Schleime. So viel Schleim hier. Ist ja schrecklich. Ah, da hinten geht's wieder runter. Gut zu wissen. Okay, und jetzt Flipendo. Ah, jetzt machen wir hier neuen Schleim hin. Hin, dass wir die Brücke wieder festmachen können. Okay. Gut zu wissen. Genau, jetzt bleibt die Brücke oben und wir können rüber. Sehr schön. Gut, wir gehen weiter. Schauen wir mal, was wir noch so hier finden. War da was? Nö. Waren nur zwei Kerzenständer. Eine geheime Wand. Aber hier hinten gibt es doch noch bestimmt irgendwas, oder? Sonst werden hier doch keine Plattformen hingebaut. Ah! Na ganz toll. Jetzt bin ich vorbeigesprungen. War hier ein Speicherpunkt? Jetzt darf ich den ganzen Mist normal machen. Na toll. Hätte ich mal aufgepasst. Überspringen hier. So. Her mit den Bohnen. Wieso ist denn hier kein Speicherbuch eingebaut? Das ist ja schrecklich. Mitnehmen. Springen. So, wieder darüber. Okay. Ja, komm runter. So. Gut, machen wir das diesmal ein wenig schneller hier. Kennen wir ja schon. Können wir überspringen. Und runter geht's.
Okay, gut, diesmal versuchen wir mal nicht zu sterben. Das wäre ja ganz angenehm. Und können wir auch überspringen. Da drüben war die Wand. Mal gucken. Bohnen. Wir haben doch schon genug Bohnen. Ich will Bildkarten. So. Kann man die Dinger da drüben aufzaubern? Weil wir sind ja auch schon wieder Plattform. Ich guck mal nach. Rectusempra! Da muss doch irgendwas sein. Ja gut. Ach da. Jetzt sollte aber besser eine Bildkarte drin sein. Ja, ist es. Sehr gut. Gut, wir schauen mal nach. Es ist da. Adalbert Schwafel, 1899 bis 1981, berühmter magischer Theoretiker. Der hat ja auch einige Schulbücher von Harry geschrieben. So als Spaßfakt nebenbei. Gut. Haben wir das hier eingesammelt? Wie viele gibt es denn überhaupt? 3 von 8 Geheimnissen. Okay, dann müssen wir noch ein wenig suchen. Schauen wir mal, dass wir alle finden. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Gut, weiter geht's. Mist! Willst du mich verarschen? Ja, ich halte mich nicht fest. Was soll schon passieren? Ich falle noch runter und sterbe. Oh. Ey! Ich sag Geule, ja, kenne ich schon. Meine Güte. Ja, ich falle einfach runter. Warum sollte ich mich auch festhalten über einer tiefen Schlucht? Oh, was soll schon passieren? So. Meine Güte, jetzt muss ich den ganzen Käse nochmal machen. Nein, ich fall lieber runter. Ach, scheiß auf die Bohnen, ey. Ich hab genug davon. Verschwende ich ja die ganze Folge dafür, um durch diesen einen bescheuerten Gang zu kommen, ey. Es geht doch nicht. Also da unten war noch Boden, da gehe ich jetzt nicht wieder hin. Oder waren da jetzt Boden? Ne, da war noch Boden. Hier unten war die Bildkarte. Regt mich ja jetzt auf. So. Haben wir es, lieber Computer? Ruckel, ruckel. Nur weil du Geule bist, musst du jetzt nicht genauso langsam denken. Wehe, du hältst dich jetzt nicht fest, du Arsch. Dann werd ich aber böse. Na bitte. Muss ich jetzt nochmal da hochgehen und das zaubern? Oh, meine Güte.
Du nervst mich heute, Spiel, weißt du das? So, diesmal haben wir den Raum offen. Sehr schön. Aha. Der Gemeinschaftsraum des Slytherins. Mal gucken, was die hier so sagen. Irgendwie läufst du komisch, Goyle. Ja, warum wohl? Kann ich jetzt alle verzaubern hier? Rictus Sempra! Malfoy sucht dich. Du wirst ihn wohl suchen müssen. Hallo, Na, ich guck erstmal hier rein. Ich Spinnen. Ich hasse Spinnen. Was tun wir denn jetzt? Oh, ein Frosch, den nehmen wir mit. Quark. Quark. Na? Ja, darüber müssen wir. Was machen denn die Shooter drüben? Wir gucken erstmal die Bildkarte an. Justus Pilliwickle, 1862 bis 1953. Chef der Abteilung für magische Strafverfolgung. Okay, fehlen uns noch 9 von den Bildkarten von den Bronzenen. Kann diese Tür mal aufhören zu quietschen hier? Ist ja schrecklich. Gibt's ja eigentlich sonst noch irgendwas? War das hier nur der Durchgang? Gut. Wer es braucht, kann sich ja so einen Geheimgang hier bauen. Slytherin, Slytherin. Hier gibt's nix. Oh, hier gibt's doch bestimmt was, oder? So, komm. Eine Bildkarte, sehr schön. Wen haben wir denn da? Yardley Pellett. 1446 bis 1557. Oh, der ist ganz schön alt geworden. Koboldkiller. Ja, so sieht er auch aus. Ich will nur nicht wissen, wie der die Kobolde gekillt hat. Wenn er so seinen Handschuh da drüber zieht. Ich sollte hier mal den Innenarchitekt reinlassen. Das sieht nicht sehr schön aus hier. Wie viel haben wir jetzt eigentlich gefunden? 5 von 8. Fehlt noch ein wenig. Was? Ach, hier sind wir schon wieder. Ist hier was? Nee. Gut. Komm, Spinnen raus, willst du mich verarschen? So ein Käse, wieso kommen denn da Spinnen raus? Passt aber zu Slytherin. Ah. Knubberwurmschleim. Und Rinde vom Mega-Powerbaum. Okay. Was gibt hier noch Schönes? Egal. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Doch, ich möchte du da willst rein. Doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Ich glaube, in den Mädchenschlafsaal. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Die sind doch doof. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen. Du willst doch nicht, dass wir... Ach, so blöd, der geht doch weg. Da bist du ja, Goyle. Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach.
Weißt du, Goyle, ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Okay. Dann mal ab in den Krankenflügel. Gut, wir wissen ja, wir haben herausgefunden, was passiert jetzt. Oh-oh. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Surprise Buttsex, würde ich sagen. Okay. Ah, wir rennen einfach durch. Ah, ich bin Harry Potter. Guck mal. Irgendetwas stimmt hier nicht. Professor Snape? Wer bist du? Du bist kein Slytherin. Guck mal, hier, ich bin Harry Potter. Komm sofort zurück. Harry Potter? Irgendetwas Nein, das kann stimmt nicht sein. Hier nicht. Ja, komm, fangt mich doch, ihr Warmduscher. Haha. Die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Beeil dich, Harry! Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Oh ja, endlich unsere zweite Unterrichtsstunde bei unserem Lieblingsprofessor. Gilderoy. Lockhart. Oh, das wird schon so toll, da freue ich mich drauf. Aber ich glaube, wir können uns die Freude fürs nächste Mal aufheben, denn dann kommt unser Professor Lockhart. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Haut rein.